Hallo meine Lieben, ich habe euch ja versprochen, dass ich einmal ein Umziehvideo wieder mache. Ich habe schon lange nichts mehr gemacht und ja, jetzt ziehe ich mal meinen Süßen mal um wieder und dann schaffen wir ins Bettchen, weil es ist schon ziemlich spät. Und ja, genau, mein Süßen. Dann schauen wir noch einmal, geben wir noch mal ein was zu trinken. Ups. Komm her, mein Süßer. Komm her. Stecken wir es mal rein. Genau. Sieht da nochmal was. Cool, für die Nacht. Genau. Schatzelein. Mein Morgeler. Ist immer schade, wenn man da nicht so viel Zeit hat für sein Hobby. Bei mir ist es ein bisschen zu kurz gekommen, dadurch, dass ich halt so süße Dinger auch selber mache. Und bin auch schon ganz schön müde jetzt. War ein harter Tag heute. Eins von meinen Kiddies ist auch krank geworden heute und war schon ein wenig anstrengend. Dann noch Umi spielen, weil die Kinder auch krank waren. Naja, so ist es halt. Ja, so, naja. Mal um den süßen Fratz. Haben wir hier nochmal neue süße Kleidung bekommen. Jo. Muss immer schauen, ob wir es auch sehen. Ach so, ich habe wieder leise gesprochen. Es tut mir leid, ich bin halt einfach nicht so ein lauter Typ. Nur wenn ich emotional werde, dann kann es sein, dass ich auch mal lauter werden kann. Aber ansonsten bin ich eigentlich ein sehr leiser Typ. Deswegen kann es schon sein, dass mal, ja, dass es mal ein bisschen leiser ist, der Ton. Ja. Mein Süßer. Ach, du Goldi-Frosch. Ich muss erst mal schauen, was wir überhaupt alles dazu haben. Ich glaube, das war ein Oberteil und ein Höschen. Genau. Habe ich noch ein blaues. Ah ja. Da habe ich noch ein blaues bekommen. Und das für die andere für drunter. Genau. Ne, dann ziehen wir nicht das an. Das ich von meiner Elisabeth bekommen. Und dann ziehen wir das noch drüber. Das ist von der Regina. Ja, Regina, glaube ich. Christi. Nee. Oh, mein Gedächtnis, können wir nochmal nachschauen. Richtig. Oh! Alle Zähne hier. Volle Punktzahl. Ich habe es richtig gehabt. Den Namen. Genau. Und das andere ist von der Regina. Genau. Mit ganz viel Schokolade. Habe ich ja schon einiges jetzt geschnabbelt. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. So, ach, der süße Frosch. Mein süßer Frosch. Der süße Frosch. Ja. Schaut aber den süßen Frosch an. Mir hat das Gesicht so gefallen von ihm. Und den gab sie erst als Mädchen und dann mussten als Buben gab. Ich musste ihn haben. Der hat so eine süße Kussischnote. So eine richtige Kussischnote. Ja, aber ich muss den, ich werde wahrscheinlich noch mal färben müssen hier. Ja, da habe ich zu viel geküsst. Genau. Zu viel gekusselt hier, den süßen Mats. So, ich habe gar keine Zeit mehr gehabt von meinem süßen Schnuggi hier. Das tut mir immer so leid. Ach, das ist ein süßer Frosch, ist das. Ja, machen wir es mal so, okay? Komm, zeig mir dich mal. So ein süßer Frosch. Süßes Bubilein. Ja. Ein süßes Frischele. Schaut's mal an. Ja. Sehr schön, gell? Ja. Also den habe ich nicht selber gemacht, gell? Das ist mein Aaron. Den habe ich mir mal geleistet. Von meiner Ulrike.
Ja, den habe ich mir mal geleistet, den süßen Frosch hier. Sehr schöne Arbeit. Bis jetzt ist noch nichts dran gewesen an den Füßen. Ich kann nichts sagen, dass irgendwas wäre. Und ich nehme den ja auch zum Umziehen und alles gut. Ich habe den noch nicht gebadet, aber so Kleinigkeiten, okay, würde ich dann, kann man manchmal sagen, dass vielleicht kann passieren, ne, dass man was einreißt, aber wenn man es schnell reparieren lässt, passiert da eigentlich auch nichts. Meine erste Färbung hat er abgekriegt. Da habe ich es noch nicht besser gekonnt. Ja, so nach und nach sieht man das dann schon, ne? Ja. Süßer, schöner Mutti. So, und da habe ich noch so eine süße Bärchenbinde mit dem Winnie Pooh, der schläft. Genau, mein Süßer. Dann tun wir dich mal einpudern. Dann pudern wir dich mal ein. Du glänzt nämlich schon ein bisschen. Und ich habe euch das ja schon mehrmals gezeigt, wie ich das mache. Bloß ein bisschen in die Hand. Man kann auch so einen weichen Pinsel nehmen und einpinseln. Ja. Weil das muss man schon öfters machen. Weil dann werden sie erstens mal schön weich, glänzt nicht so und es ist einfach auch ein bisschen die Haltbarkeit, würde ich eher sagen, auch. Wenn man das so macht, dann klebt da auch nicht so. Kleben ja eigentlich von Haus aus so auch nicht, aber wenn man sie schön mattiert hat, aber trotzdem ist es irgendwie immer noch. Es ist, glaube ich, normal bei dem Silikon. Dadurch, dass ich das mit dem Silikon ja auch noch nicht so lang mache, muss man ja einfach auch die Erfahrung sammeln, ne? Ja. Da muss man einfach Erfahrung sammeln. Oh, jetzt ist er wieder schön weich. Ja. So, dann tun wir noch ein bisschen pudern, den süßen Matz. Ja. Da verstecken wir es wieder, hä? Ja. Ich finde das Schöne von der Winnie-Pooh-Windel hier. Da ist da dieser Bauchnabel draußen bei der Windel. Also, ne, so rund hier. Das finde ich schön. Und diese Winnie-Pooh-Windel. So. Und es passt ja ganz gut. Was haben wir da drauf? Hihi, auch einen kleinen Winnie-Pooh. Oh, schaut sie mal. Winnie-Pooh-Windel. Und Winnie-Pooh. Und ich mache gern so eine dicke Windelhose dann noch ran, weil ich das mag, wenn sie so ein bisschen ein Pipüchen haben. Gell? Ja. Und dann zeig mir mal hier. Nochmal hoch. Wisst ihr mal, wie das aussieht hier? Kleine dicke Windel hier, die Babswindel. Ja. So kleiner Babs. So, dann ziehen wir von der Elisabeth mal den schönen Body an. Ja. Ein toller Body. Also ich glaube, ich werde mich gleich zu den Babys mit dazulegen. Ich bin sowas von müde jetzt. Ach, das ist wieder so ein anderer. Habe ich gedacht, es geht schneller. Nein. Mama, was treibst denn du? Ha? Nein. Aber ich werde mir sicherlich auch noch so ein kleines Baby kaufen als Taschenbaby, weil ihn, wie gesagt, den kann man nicht überall mit hinnehmen. Auch wenn ich jetzt immer, wenn, wie zum Beispiel, wo ich im Krankenhaus war, habe ich es auch gesehen. Du kannst ihn ja nicht mitnehmen. Will ich denn das machen? Ich denke ja, ich bin bekloppt. Wenn man so ein kleines Taschenbaby hat, das ist eigentlich ganz anders. Das hast du in der Tasche drin und das kannst da überall mit, kannst überall reinlegen. Ich werde mir sicherlich dann auch von jemandem so ein kleines aussuchen. Weil ich meine eigenen irgendwie, ich liebe meine eigenen Babys, aber ich habe dann nicht so, ich mag einfach von mir ein anderes Mal was haben, was Süßes. Weil meine sehe ich ja immer.
Die habe ich ja immer. Ist egal, ob ich jetzt. Ich mache immer wieder neue. Ja. Und deswegen hätte ich auch gerne mal so ein kleines Baby, was in die Tasche passt. Und ich muss euch auch ganz, ich muss auch ganz ehrlich sein, bei mir macht Pupus so nichts aus. Wenn da mal eine Luftblase irgendwo ist oder so. Na gut, die Luftblase, die würde ich persönlich selber dann auch verschließen. Weil ich ja das selber machen kann. Das wäre für mich kein Problem. Aber auch mit Bubu habe ich kein Problem mehr. Und man weiß ja vorneweg immer nicht, wie viel Bubu dran ist an so einem Baby. Selbst wenn man eins bestellt, kann man nie genau sagen, wie viel Bubu es letzten Endes dran hat, dran ist und wie schön das verbessern konnte. Das sieht süß aus, schaut mal. Oh, dem steht es aber auch so gut, ne? Aber den Mund seht ihr schon, ne? Den muss ich noch ein bisschen wieder frisch machen. Da ist ein bisschen Farbe runtergegangen, trotzdem. Hat die Mama zu euch geschmuselt mit dir, hm? Genau. Ja, ja, ach, das sieht süß aus. Danke, Elisabeth. Das passt richtig voll zur Windel. Echt, zu der Windelhose. Das sind genau dieselben Formen. Süß. So, machen wir dich Bett fertig, gell? Wir gehen dann ins Bett. Oh Gott. Ja, das ist genau dieselbe Farbe hier von der Windelhose, was hier vorne drauf ist. Das ist echt süß. So, jetzt ziehen wir mal Winnie Pooh an, hä? Ja. Aber wenn es kein Schlafanzug ist, das ist nicht so schlimm. Goll. Ist ja auch was zum Anziehen. Komm her, mein Schatz. Ja, und wenn das so dick angezogen wird, brauche ich gar nicht so viel Heizung aufdrehen, ha? Nö. Dann drehen wir dann mal ein bisschen noch runter. Ich muss dann bloß noch meine Hummel noch umziehen. Die hat ja auch noch einen Strampler und einen Body bekommen von der Elisabeth. Und dann sogar noch ein schönes Oberteil mit einer Mickey Maus drauf. Anstellt, hä? Ja, das ist gut, dass du nicht so schreist, hä? Ja, anders hätte schon gemeckert hier, hä? Ja. Ja, das weiß ich zu gut. Och, sieht das süß aus. Du Herzchen, du. Hm? Ja. Ich wollte eigentlich so viel machen, aber es ist so ein Haufen liegen geblieben. Es ist echt schlimm. Ich hoffe doch, ihr seid mir nicht böse, wenn mal was nicht gleich ankommt oder so, weil das ist. Wo habe ich jetzt die Hose? Ach, bin ich blöd. Mami ist schon müde, ha? Ja. Bin auch schon müde. Ich werde dann auch noch die Zeit mit meinem zwei Süßen genießen, jetzt noch den Arm, den restlichen. Weil ich, wie gesagt, zu wenig Zeit habe und jetzt bietet sich das ganz gut an. Die liegen alle im Bettchen. Die Kleinen. Ach Gott, ist das hübsch. Dankeschön, Regina. Echt super schick. Super schick. Und schön weich ist das alles. So, warte mal. Ich habe da hier noch die Socken. Socken. Ich habe da noch Socken. So mit nackten Füßchen tut man ja nicht ins Bett, ne? Immer schon noch rüber. Ja. Die Schokolade. Ja. Ich habe vorhin genascht. Die Mama hat wahrscheinlich ein Stückchen zu viel. Wer kennt das nicht? So. Was haben wir denn da für einen Fussel? So, jetzt schaut man meinen Süßen in voller Pracht. Ja, ach Gott, ist das süß, ne? Mit Winnie Poochen. Mit dem Honigtopf. Hä? Winnie Pooh mit dem Honigtopf. Ja, ja, ich lege mich da ein bisschen hin und dann tue ich mir dann auch noch so ein bisschen auf den Bauch legen, weil dieses Gewicht, da
Das mag ich so gerne, wenn man dann so da liegt und hat ihn dann so da drauf. Ah, da kann man inneren Hungen hoch fühlen. Ich mag das sehr. So, jetzt mache ich es mal so, dass ich meine Süße, wo lege ich den am Ende hin? Schön, schön, schön mache ich auf alle Fälle. Habe ich noch ein Tuch? Und dann lege ich ihn hier unten hin, meine. Da drauf. Jetzt nehme ich meine Hummel dran. Die nehme ich dann mit. Wir gehen dann über zum Bettchen. So. Kleine Hummel ist ja noch schick angezogen mit diesen Sachen. Schaut mal. Ist das nicht herrlich? Zeige ich von meiner Kerstin. Ja, gell? Super schön auch. Fürs Hummelchen. Ja, meine Hummel ist eine ziemlich kleine Maus auch. Sie ist nur ein bisschen kleiner wie der Aaron. Der Aaron ist, glaube ich, 48 cm, aber dem passen auch die Sachen von der Größe 50 ganz wunderbar. Und sie hier hat eigentlich schon, ich weiß gar nicht, was er mir da gekauft hatte, die Kästchen für eine Größe, für die Kleine. Also das ist schon, das passt ja wunderbar. Steht gar nicht drauf. Was für eine Größe. Unten ist er. 52, 40. Ja. Das ist wahrscheinlich die italienische Ware, wie es ausschaut, aber das ist klasse. Das sind immer so tolle Sachen. Auch. Da schaut es mal toll, ne? Ja. Wenn wir Kinder hatten, dann konnten wir uns so schöne Sachen gar nicht leisten für unsere kleinen Kiddies. Und jetzt, wo man älter ist, ne, dann sieht man halt die Puppen schick an. Dann gönnt man sich das halt einfach, ja. Ist so. Aber in Pink, hä? Schaut doch mal, die Süße in Pink. Niedlich. Also, wer es nicht weiß, das ist meine Hummel. Sie ist, glaube ich, 46 cm. Also viel größer ist sie nicht, wenn nicht gar noch kleiner. Auch ich habe da, glaube ich, am Maßband. Oh, und das ist Mamas Baby. Nee. Auch ich verschlampe die immer. Schlimm mit mir. Ich schleppe die immer überall mit hin. Dann will ich da was abmessen, dort was abmessen. Und weg ist es. Mal wieder auf die Suche gehen. Ich bin manchmal ein alter Schlamperer. Ja. Deine Mami, gell? Und ja, mein Hummelchen habe ich mir gekauft, wo ich im Krankenhaus war. Und irgendwas habe ich gebraucht. Was Süßes zum Schmusen, zum Liebhaben. Und da hatte ich meinen Aaron schon. Und die Kati, die hatte die Süße so auf dem Arm gehabt. Und da hat sie dann extra nochmal schöne Fotos gemacht. Und da habe ich gedacht, nee, also irgendwas brauche ich jetzt. Und konnte mir zwar kein Baby mitnehmen, aber ich habe einfach irgendwas gebraucht. Und da habe ich mich auf sie gefreut. Und es ging auch ganz gut. Sie ist dann ganz schnell heimgekommen. Und ja, ich bin mit ihr sehr zufrieden. Jo, mit meinem Fröschel. Und sie fässt sich gut an. Sie hat ein richtig tolles Püpürchen. Da muss ich eigentlich keine zusätzliche Windel reintun, weil es ja ein Reborn ist. Das andere ist ja voll Silikon. Das ist halt der Unterschied. Und deswegen mag ich das eigentlich auch sehr gerne, dass man auch mal was anderes hat. Also alles beides eigentlich, ne? Weil ich finde, es sollte schon, man sollte schon alles beides dann haben. Und wie gesagt, ich hole mir dann mal noch vielleicht noch so ein kleines Silly Baby, was man überall mit hinnehmen kann. So, meine Elisabeth. Ach Gott, das ist ja mit Bändchen. Das mag ich auch. So mit Bändchen. Ich bin eigentlich eine, die gern so rüschen mag und dieses Verspielte, ne? Sieht man ja, ne? Irgendwie. Ja. Und ich liebe einfach dieses Hobby. Ich bin da zufälligerweise nur darauf hingestoßen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, das Ganze, wie ich da hingekommen bin zu dem überhaupt mit den Reborn-Sachen. Und das war ja alles nur Zufall.
Ach, und ich weiß nicht, da muss ich echt krank sein, wenn ich davon nichts mehr wissen möchte. Ja. Aber solange ich noch kaufen kann und solange noch alles okay ist, werde ich das Reborn, die Reborn-Sachen und Silikonis. Ich muss erst mal schauen mit den Silikonen, wie sich das alles verhält, ob das wirklich auch gut was für die Dauer ist einfach, weil ich mag das einfach nicht, wenn man was macht, man freut sich, die Muttis zahlen einen Haufen Geld und dann ist das nichts von Dauer. Ich hoffe mal. So. So, schaut mal, der sieht doch toll aus, ne? Ein toller Body. Dankeschön, Elisabeth. Mamis Liebling. Ja, Mamis Liebling. Mamis Liebling. Oh, und hier ist es gerüscht. Also, beziehungsweise gerafft. Niedlich, gell? Und das kleine Ärschel, das gefällt mir. Das hat so schön gemacht, die Kadi. Mache ich auch immer ganz gerne. Ich fütter das auch immer ganz gerne extra aus. So, und jetzt kommt noch das Grüne, passt dann gut zu der Maus hier. Aber das ziehen wir jetzt nicht nochmal an. Aber auch Dankeschön für das schöne Oberteil und das und den Body dazu. So, und die Mausi kriegt das jetzt für die Nacht an. Ich schaffe sie dann gleich alle beide ins Bett rüber. Ich schaue mal zu, dass ich euch irgendwie mitnehmen kann. Ich muss das iPad, kann ich das umdrehen? Ja, ich muss mal schauen, ob das klappt. Wenn nicht, dann seid mir nicht böse und nicht traurig. Aber ich hoffe, es klappt, dass ich euch noch mit rübernehmen kann und das dann umdrehen kann, dass ihr ein bisschen was seht, wie ich die beiden ins Bettchen schaffe. Meine kleinen Mäuse. Ach, ich kann das ja auch anmachen. Ha! Ja, das vergessen immer. Ha? Schau mal, mich auch was Süßes. Das dreht sich sogar. Ne? Ja. Ja, was für die Nacht. Gott, ist das süß. Auch wenn sie ein bisschen größer ist, das mag ich genauso. Wenn es nicht so eng ist, sondern ein bisschen größer. Nein, nicht zu groß, das mache ich alle zu, aber schaut mal. Das ist doch ein süßer Frosch, ne? Wunderschön gepaintet, muss ich schon sagen. Das sieht doch toll aus, ne? Das ist doch schön gemacht. Ja. So, mein kleines Herzchen. So, Nuki haben wir auch. Da habe ich so eine für sie. Da fällt immer ganz gerne wieder runter, aber es ist nicht so schlimm. Dann heben wir ihn wieder auf. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache, wie ich euch mitnehme am besten. Machen wir es mal so. Ich nehme euch hier runter. So. Und dann muss ich das rausnehmen. Entschuldigung. Machen wir es erstmal so und dann versuche ich euch mal umzudrehen. Dann muss ich mein großes Haschel da unten, mein schweres Mäusele, oh, abhalalala, jetzt hochnehmen. So, jetzt gehen wir mal rüber in das andere Zimmer. Da schlafen sie nämlich. Die haben nämlich ein extra Zimmer, meine Babys. Ja. Und das ist leider, leider, leider etwas dunkel. Jawohl. Ich lege mir mein Ohren jetzt mal rein und ich schaue mal, dass ich das umdrehen kann. Oh ja. Ah, da sitzen meine Mäuse noch. Die warten noch auf die Mamis. Die sind schon weg, aber ja. Wo habe ich jetzt wieder den Schnulli hingeschlampt? Mami, glaubst du es? Ja, es ist hier drinnen recht dunkel. Und die Qualität ist jetzt auch ganz schlecht, ne? Stellt das sich noch ein? Finde ich jetzt nicht so toll, ne? Mit der Qualität. Aber seht es noch.
So, ich muss meine Mäuseln jetzt mal nicht reinlegen. Mein kleines Haschel hier. Den wollte ich sowieso später dann nochmal rausnehmen zum Schmuseln. Aber seht doch mal das Gute Nacht-Video Nummer 1. Genau. Mein Süßer braucht jetzt kein Nuki. Der meckert nicht. So, jetzt decken wir sie noch schön zu. Kleine Mäuse. Ja, und ich habe die Hunde extra gekauft, damit mein Aura nicht so alleine in seinem Bettchen liegt. Weil das würde mir auch leid tun. Ja, und deswegen habe ich für den Süßen ein Schwesterlein. Jo. So, dann ziehen wir noch die Uhr auf. Und dann sagen wir gute Nacht. Schleichen uns raus hier aus dem Zimmer. Genau. Also dann wünsche ich euch auch eine gute Nacht und euren Babys. Habt viel Freude und Spaß an euren Mäusen. Und bis zum nächsten Mal, gell? Also dann, tschüssi, gute Nacht.